So, wir sind bei der Norddeutschen Einzelmeisterschaft in Staßfurt und bei mir ist Patrick Chemnitz. Patrick, als deutsche Rangliste Nummer 1, wie schlägt man sich so in der Gruppe Nord? Ja, schwieriger als gedacht, muss ich sagen. Aber nicht so gut gespielt. Aber ja, glücklicherweise trotzdem das Halbfinale erreicht und ja, hoffe, dass ich morgen noch den Titel holen kann. War jetzt 3 Wochen leider verletzt, aber bin auf dem Weg zurück und hoffe, dass ich bei der Deutschen dann fit bin. Ich weiß, einige haben sich gefragt, deutsche Rangliste 1, ist man ja für Bielefeld eigentlich qualifiziert. Hast gesagt, warst leicht verletzt, willst du das hier nochmal als Training nutzen? Ja, genau. Also für mich das Training im Wettkampf sozusagen, also ist gut. Ich habe ein paar gute Gegner. Morgen vor allen Dingen Nikolai ist immer ein brisantes Duell, würde ich sagen. Ja, von daher hoffe ich, dass ich noch ein paar gute Spiele habe vor Bielefeld, weil da werden andere Gegner warten und ja, da hoffe ich, dass ich bestehen kann. Jetzt hast du auch noch im Doppel dich qualifiziert. Hast du da irgendwas für Bielefeld vor oder konzentrierst du dich voll auf Einzel? Also mein Fokus liegt schon auf dem Einzel. Wenn ich jetzt Doppel spielen sollte, was jetzt noch nicht feststeht, gebe ich natürlich auch mein Bestes, aber mein Fokus wird im Einzel liegen, denke ich. Wie weit soll es da gehen? Verrat es unseren Facebook-Freunden. Ist natürlich schwierig, ne? Ist also immer auslosungsabhängig. Es gibt natürlich sehr, sehr gute Spieler und es wird natürlich knapp, aber ich habe letztes Jahr das Viertelfinale erreicht. Das ist erstmal mein Mindestziel und ich hoffe natürlich leicht aufs Treppchen zu kommen. Dann wünschen wir dir hier in Staßfurt noch viel Erfolg. Danke. Und ja, wir sehen uns dann spätestens in Bielefeld. Ja, danke. Danke.